Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um einen gelösten Fall aus dem Jahr 1980. Der genaue Tattag war der 5. Mai 1980. Das Opfer war Ilsa Soltani und dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen-Y-Sendung vom 7. November 1980. In der Einleitung sagt Ede, dass es bei dem Opfer um eine junge Frau geht, die im Rhein-Main-Gebiet dem ältesten Gewerbe der Welt nachgegangen ist. Wie viele ihrer Kolleginnen inserierte sie in Zeitungen, um ihre Kunden zu finden. Für die Kripo sah der Fall erst aus wie viele ähnlich gelagerte Fälle dieser Art. Aber bald zeigten sich eine ganze Reihe ungewöhnlicher Aspekte. Zum einen hat der Täter versucht, die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Andererseits hat aber auch das Opfer kurz vor seinem Tod recht ungewöhnliche Pläne geschmiedet. Der Filmfall beginnt dann in einer Arztpraxis, wo Ilsa sich gerade den Blutdruck messen lässt und ihr die Ärztin sagt, auch ihr Blutdruck ist in Ordnung, Frau Soltani. Und für den Sonnenbrand, den sie hat, will ihr die Ärztin eine Salbe aufschreiben. Dann fragt Ilsa die Ärztin, wie es denn mit Kindern bei ihr ist. Die Ärztin fragt, wieso? Glauben Sie denn, dass Sie schwanger sind? Nein, nein, sagt Ilsa. Aber sie möchte wissen, ob sie denn könnte, wenn sie wollte. Und die Ärztin sagt dann, warum denn nicht? Sie sind jetzt 39. Man kann nicht genau sagen, ob es klappt, aber ein Risiko sieht die Ärztin nicht. Die Ärztin sagt dann, sie hatten ja schon mal ein Kind. Und Ilsa geht es wohl vor allen Dingen wegen ihres Berufes, den sie gerade ausübt, um die Frage. Und die Ärztin meint dann, dass sich eine Schwangerschaft natürlich nicht so richtig mit dem Beruf verträgt. Und sie sagt dann, ja, sie will ja auch aufhören. Weiterhin erzählt sie der Ärztin, dass sie genügend Geld beieinander hat. Und dann fragt die Ärztin nach einem Mann. Ein Mann, dem sie die Wahrheit erzählen kann und auf den sie sich verlassen kann. Den hat sie auch, sagt sie, aber der wäre noch verheiratet. Und die Ärztin sagt ihr dann, dass sie selber überlegen muss, wie sie sich entscheidet. Aber dass es medizinisch da keine Probleme gibt. Und dieses Gespräch findet im Januar 1980 statt. Zu diesem Zeitpunkt geht Ilsa bereits mehrere Jahre der Prostitution nach. Dabei ist ihr Lebensweg dafür keinesfalls typisch. Sie kommt aus einem bürgerlichen Elternhaus, hat 6 Geschwister, sie hat die mittlere Reife gemacht, hat eine abgeschlossene Ausbildung als Bürogehilfin. Dann aber hatte sie eine gescheiterte Ehe mit einem jungen Perser. Nachdem dann auch ihr Kind gestorben ist, hatte sie verstärkt Männerbekanntschaften, bis sie damit dann begann, ihr Geld zu verdienen. Offensichtlich plant sie aber jetzt, ihr Leben noch einmal zu ändern. Diese Absicht wird nicht nur durch das Gespräch mit der Ärztin deutlich, sondern wenige Tage später auch bei ihrer Sparkasse in Dietzenbach. Denn dort leitet sie eine ungewöhnliche finanzielle Transaktion ein. Sie löst ein Wertpapierdepot auf, das sie bei einer Bank in Düsseldorf hat, und transferiert das Geld an eine Bank an ihren Wohnort bei Offenbach. Also nach Dietzenbach. Da sie früher selbst einige Zeit bei einer Bank gearbeitet hat, weiß sie damit im Grunde genommen genau, dass sie ein schlechtes Geschäft macht. Der Bankberater will dann von ihr wissen, ob sie das Geld jetzt braucht. Sie sagt, dass sie es jetzt nicht braucht, aber sie es gerne abrufbereit haben möchte. Der Bankberater erklärt ihr dann, dass die 132.000 Mark jetzt mit 10% angelegt sind. Als kurzfristig angelegtes Geld würde sie dafür aktuell höchstens 8% bekommen. Also kleiner Einwurf von mir, traumhaft möchte ich sagen, wenn man sich die heutigen Zinsen anschaut. Und dann sagt der Bankberater, das wären im Jahr rund 2600 D-Mark weniger an Zinsgewinn. Und Ilsa sagt, dass sie sich vorher dies auch schon so ausgerechnet hätte, und ungefähr auf die gleiche Summe kommt. Aber es ginge halt nicht anders. Dann spricht der Bankberater noch die kleineren Depots an, die sie bei der Bank hat. Eins mit 6.000 D-Mark und eins mit 2.000 D-Mark.
Der Bankberater sagt, wenn sie diese in kurzfristige Geldanlagen umwandeln würde, wäre es vielleicht günstiger, da dann der Verlust kleiner wäre. Sie sagt, wenn sie das Geld benötigt, dann ist es der größere Betrag. Aber sie weiß es eben noch nicht so genau. Und dann wird der Betrag von 132.000 D-Mark bis zum 31. Juli 1980 befristet angelegt. Die Polizei hat später für die ungewöhnliche und unvorteilhafte Transaktion nur eine Erklärung. Ilsa Soltani wollte einem Mann, der ursprünglich als Kunde zu ihr kam, mit Hilfe einer Art Mitgift die Ehe schmackhaft machen. Da sie sich dieser Sache aber offensichtlich noch nicht ganz sicher war, hat sie gleichzeitig auch ihr bisheriges Leben fortgeführt. In der nächsten Darstellung, diese spielt dann 8 Wochen später, es ist Mitte April 1980, lässt sie sich an der Wohnungstür ihrer Eigentumswohnung in Dietzenbach eine Sicherheitskette anbringen, weil einer ihrer Kunden einen Wohnungsschlüssel mitgenommen hat. Sie lebt also ihr Leben erst einmal ganz normal weiter und geht auch weiterhin der Prostitution nach. Nach wie vor ist sie auch bemüht, neue Kunden zu werben. Dazu gehört auch, dass sie freizügige Fotos von sich verschickt. Die Adressen entnimmt sie dann zum Teil den Heiratsanzeigen in Zeitungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, von dieser Art Kundenwerbung in dem Milieu habe ich noch nicht gehört. Zu dieser Zeit häuften sich dann aber auch Beobachtungen in der Umgebung von Ilsa. Und eben auch Beobachtungen, die nicht zu ihren bisherigen Lebensgewohnheiten passen. So fällt zum Beispiel einigen Hausbewohnern auf, dass ihr weißer Peugeot nachts nicht auf seinem gewohnten Parkplatz steht und tagsüber auch gelegentlich von einem unbekannten Mann gefahren wird. In der Darstellung sieht das gerade ein älteres Ehepaar und die Frau sagt, guck mal, da fährt schon wieder der grauhaarige Mann mit dem Auto. Die hat doch früher niemand mit ihrem Wagen fahren lassen. Der Mann ist daran nicht sonderlich interessiert, aber die Frau möchte schon gerne wissen, was dahinter steckt. In der nächsten Darstellung sitzt Ilsa dann mit einer Freundin in einem Café oder Restaurant in Bad Homburg und erzählt ihr von dem Plan, einen Ausstieg aus dem Gewerbe zu finden. Also hat sie den Plan dann noch nicht aufgegeben. Und dieses Gespräch findet einen Tag vor ihrem Tod statt. Ilsa erzählt da von einem Mann mit dem Namen Heinrich. Und Ilsa vermutet, dass seine Frau so stur ist und sich nicht scheiden lassen will. Ihre Freundin meint dann, dass es vielleicht eher daran liegt, dass der Mann sich nicht entscheiden kann oder will, wie er sich denn nun seine Zukunft vorstellt. Ilsa sagt dann, dass es der Frau wohl eher um die Kinder geht und dass diese auch schon bereits mit ihren Kindern vor Ilsas Haustür stand und ihr eine Mordszene gemacht hat. Die Freundin fragt dann, wie es denn dann mit anderen Männern aussieht, die sie noch in Aussicht hat. Und Ilsa sagt, eine Macke haben die alle. Der eine hat keine Arbeit und dem müsste sie zuerst ein Geschäft kaufen. Dem anderen soll sie die Schulden zahlen, ehe er zum Standesamt geht. Und dann sagt sie, für den Heinrich, für den würde ich gerne alles geben. Und auch die Scheidung zahlen, wenn es darauf ankommt. Am nächsten Tag, Montag, den 5. Mai, bereitet sich Ilsa am späteren Vormittag ihr Mittagessen zu. Sie will sich anscheinend zu gekochtem Rindfleisch Röstkartoffeln machen. Dies schließt die Polizei auf jeden Fall aus den vorgefundenen Spuren in der Küche. Mit einem Besucher hat sie um diese Zeit offensichtlich nicht gerechnet. Aus Gewohnheit wechselt sie aber dann einen Teil ihrer Kleidung, als jemand eben an ihrer Wohnungstür klingelt. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Ilsa die Person gekannt, sonst hätte sie vermutlich diese Person nicht in die Wohnung gelassen. Wie lange sich der Besuch in der Wohnung aufgehalten hat, kann später nicht festgestellt werden. Sicher ist, dass er eine Zigarette der Marke Marlboro rauchte, und dass er dann in einem für ihn günstigen Augenblick mit einem Kerzenständer auf sie eingeschlagen hat. Ilsa muss sofort tot gewesen sein.
Danach hat der Täter vermutlich versucht, einen Raubmord vorzutäuschen. Leicht transportable Wertgegenstände und teuren Schmuck lässt er aber unberührt. Stattdessen nimmt er die Schlüssel mit und schleppt eine schwere mehrteilige Stereoanlage älterer Bauart aus der Wohnung. Offensichtlich rechnet er damit, dass das Fehlen der Geräte sofort ins Auge springt. Die Polizei kommt später zu dem Schluss, dass sowohl Raub als auch ein sexuelles Motiv für die Tat ausscheiden. Sie glaubt, dass der Täter ein persönliches Motiv hatte. Als einzige Spur findet sie dann einen einzigen permutfarbenen Knopf, den er verloren hat. Und damit endet dann die filmische Darstellung des Falls. Dann kommen wir zu der Lösung des Falles. Ilsa Soltani hat ihre Eigentumswohnung in der Dreieichstraße 25 in Dietzenbach. In dieser Wohnung hat sie gewohnt, aber auch ihre Kunden empfangen. In der Erklärung zur Auflösung heißt es, dass sie irgendwann zwischen dem 5. und 7. Mai 1980 ihren Mörder empfing. Ihr Tod blieb dann fast 14 Tage lang unentdeckt. Gefunden wurde sie am 22. Mai 1980. Dass etwas nicht stimmte, fiel dadurch auf, dass der Briefkasten überquoll und ein eigenartiger Geruch aus der Wohnung strömte. Deswegen haben die Nachbarn dann den Hausmeister informiert. Daraufhin wurde die Wohnung dann aufgebrochen. Die Leiche befand sich dann beim Auffinden schon im Stadium eines leichten Verwesungsanfanges. Da gab es dann natürlich viele offene Fragen. Die erste und wichtigste war: Wer ist der Mann, der sie gelegentlich besuchte und auch ihr Auto benutzte? Und warum hat sie ihr Guthaben bei der Düsseldorfer Bank aufgelöst und nach Dietzenbach transferiert? Die Kripo versuchte dann, den letzten Tag zu rekonstruieren. In der Darstellung wird dann gesagt, dass sie keine Freunde und Familie hatte. Was nicht so ganz stimmen kann, denn sie hatte ja vor ihrem Tod mit einer Freundin in einem Café oder in einem Restaurant sich getroffen. Zumindest laut der Darstellung Beamtenzeugnis Y. Dieser Mann, der ihr Auto benutzt hat, wurde übrigens nie gefunden. Er hat sich also nie gemeldet. Ich gehe mal davon aus, dass er dann verheiratet war und sich nicht gemeldet hat, um seiner Frau nicht irgendwann mal erklären zu müssen, wo er sich dann zeitweise aufgehalten hat. Dass die Stereoanlage fehlte, darauf kam die Polizei anhand von Bildmaterial, welches in der Wohnung gefunden wurde und auf dem die Stereoanlage zu sehen war. Die Stereoanlage blieb verschwunden, aber es gab noch eine andere Spur. Viele von Ilsas Kunden standen in einem Adressbuch und andere hatten mit Scheck bezahlt. Und von daher waren alle leicht zu identifizieren. Das war für einen Teil der Männer schon schwierig. Klar, wenn dann das Alibi überprüft wurde und nur die Ehefrau das Alibi geben kann, da wird es dann daheim schon mal unangenehm. Es wurden hunderte von Personen befragt, aber es blieb kein Verdächtiger übrig. Dann am 5. Januar 1981 wird im nahegelegenen Darmstadt ein Callgirl Opfer eines Angriffs und überlebt diesen. Der Täter kann gefasst werden. Er hatte mit der Frau GV und danach muss es irgendwie zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Danach ist er dann über die Frau hergefallen, hat sie gewürgt und mit einem Hammer auf sie eingeschlagen. Sie hat dann laut um Hilfe gerufen und vermutlich ein Nachbar ist in die Wohnung gestürmt und konnte diesen Mann festhalten, bis er der Polizei übergeben werden konnte. Der Verdächtige sitzt dann in Frankfurt in Untersuchungshaft und die Polizei durchsucht seine Wohnung und finden eine Stereoanlage. Es handelt sich um das gleiche Modell, das bei Ilsa gestohlen wurde. Die Polizei hat in der Wohnung von Ilsa dann Belege gefunden, dass diese Stereoanlage mal bei einer Firma in Dietzenbach repariert wurde. Das Besondere war, dass bei diesem Gerät nur 3 statt 4 Kondensatoren ausgewechselt wurden.
und an diesen Teilen konnte die Polizei noch die Fingerabdrücke des Mechanikers feststellen. Damit stand eindeutig fest, dass diese Anlage mal in der Wohnung von Ilsa gestanden hat. Der Verdächtige ist 22 Jahre alt und hat 2 Kinder. Er leugnete, das Gerät gestohlen zu haben. Er gab an, die Anlage bei einem seiner früheren Besuche gekauft zu haben. Dieser Mann hatte wohl Probleme mit seiner Familie und hat wohl auch zeitweise mit einer anderen Prostituierten zusammengelebt, war aber auch noch nicht ganz von seiner Familie getrennt. Der Täter verweigerte jede Aussage, aber es gab ja noch den verlorenen Knopf am Tatort. In der Wohnung des Beschuldigten konnte eine Hose sichergestellt werden, an der genau so ein Hosenknopf vermutlich gefehlt hat. Dann werden aus der Firma, aus der die Hose stammte, unzählige Knöpfe sichergestellt. Nach Stunden der Suche finden die Ermittler dann einen identischen Knopf. Damit war klar, dass der Verdächtige in der Wohnung war. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wann. Der Verdächtige verweigert weiterhin jede Aussage. Später gibt er dann an, dass ein anderer Mann nach ihm in die Wohnung von Ilsa gegangen sei. Dieser konnte aber nie ermittelt werden. Dann soll seine Stechkarte von der Arbeit beweisen, dass er an dem Tattag seinen Arbeitsplatz nicht verlassen hat. Die Polizei stellt aber fest, dass es durchaus möglich war, morgens zu stempeln, tagsüber die Firma zu verlassen und abends erneut zu stempeln, also dann auszustempeln. Dann gibt es 2 neue Indizien. An dem Zigarettenstummel waren Speichelanhaftungen gefunden worden, die damals untersucht wurden. Dann wurden Zigarettenstummel untersucht, die er in der Untersuchungshaft geraucht hat. Und an diesen waren die gleichen Merkmale wie an den Zigarettenstummeln am Tatort. Dann gab es noch Fingerabdrücke an einer Glas- oder Porzellanschale, die vor dem Nachtschränkchen stand, an dem seine Fingerabdrücke und die von Ilsa Soltani waren. Es kommt dann zur Verhandlung. Er leugnet die Tat an Ilsa Soltani, gibt aber dann den Angriff auf die 2. Prostituierte zu. Er wird dann wegen beider Taten zu 14 Jahren Haft verurteilt. Er bzw. sein Anwalt ging dann noch in Revision, aber das Urteil wurde vom Bundesgerichtshof bestätigt. So, das war es dann mit dem Fall. Die Polizei ist ja damals davon ausgegangen, dass ein persönliches Motiv vorlag. Damit hat sie dann aber gänzlich falsch gelegen. Allerdings sah es natürlich so aus, dass es durchaus ein persönliches Motiv sein könnte und dass sie den Täter gekannt hat. Denn sie suchte ja, man möchte fast sagen, nahezu zwanghaft einen Mann zum Heiraten. Ja, also sie hat das dann immer bei ihren Kunden versucht. Dann hat sie ja eben freizügige Bilder an Männer geschickt, die Heiratsanzeigen aufgegeben haben. Sie hat ihr Depot, bei dem das Geld langfristig angelegt war, auf kurzfristige Anlage umgestellt. Und dann könnte man natürlich davon ausgehen, dass eventuell einer dieser potenziellen Heiratskandidaten von ihr, dass dem das vielleicht zu viel wurde, eben vielleicht auch diesem Heinrich, wo ja die Ehefrau von ihm schon bei ihr vor der Tür stand. Und dass dann der Mann oder so ein Mann dann vielleicht gesagt hat, okay, da muss ich sie wohl aus der Welt schaffen, damit ich hier endlich Ruhe habe. Oder dass man von der Frau gedrängt wurde. Oder dass es vielleicht sogar eine Täterin war. Aber was man wahrscheinlich ausgeschlossen hat, wegen der Stereoanlage, die man da aus der Wohnung geschleppt hat. Also wie schon gesagt, ich wäre auch von einem persönlichen Motiv ausgegangen. Was mich an dem Fall aber auch wirklich verwundert hat, ist, wenn man so eine Tat begeht, einen Raubmord vortäuschen will, dass man dann eine mehrteilige, schwere, unhandliche, alte Stereoanlage aus dem Haus oder aus der Wohnung schleppt und die sich dann in seine eigene Wohnung stellt. Da wäre es doch logischer, dass man dann vielleicht alle Schränke durchwühlt
und dort die Gegenstände mitnimmt. Aber nun gut, im Prinzip hat der Mann ja damit erreicht, was er anscheinend erreichen wollte. Und zwar, dass es auffällt, dass etwas aus der Wohnung geraubt wurde. Und das ist der Polizei ja auch aufgefallen. So, das war es dann mit dem Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!